Guten Morgen, Lokführer. Sie fahren den heutigen ICE 78 von Karlsruhe nach Mannheim. Da gestern ein Sturm über Deutschland gezogen ist, der viele Schäden angerichtet hat, ist man auch hier noch mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Daher werden Sie hinter Graben-Neudorf auf das Gegengleis umgeleitet. Bei Änderungen meldet sich der zuständige FDL bei Ihnen. Da der Zugverkehr, bitte beachten, das geht alles zu schnell, dass man nach Verlassen der LZB in der Mannheim eine Zwangsbremse bekommt. Das ist ein Fehler in der LZB der Strecke, den ich leider nicht beheben kann. Bitte jetzt die Türen öffnen, um die Fahrgäste einsteigen zu lassen. Das ist ja auch schon schön. Ja, damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge Trainsimulator. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir spielen ja heute mal ein Szenario aus dem Steam Workshop. Was gar nicht, weil ich den runtergeladen habe. Spielt keine Rolle. Wollen wir heute mal ein bisschen hier mal eine kleine Tour drehen. Mit dem ICE. Schön. Gestern zog ein Sturm über Deutschland auf. Heutige 78 auf der Strecke finden auch Aufräumarbeiten statt, weswegen sie umgeleitet werden. Alles klar. Also wir fahren von Karlsruhe nach Mannheim. So der aktuelle Fahrplan, den wir hier heute haben. Und dementsprechend lassen wir uns mal überraschen, was uns hier erwartet. Wir können schon mal so weit uns mal hier in unser Cockpit bewegen. SIFA und PZB an. So. Mal Spitzensignal an, warten jetzt nur noch auf Weiterfahrt. Ich kann mich hier nicht umgucken. Wartet mal. So. Lag am Track. Ah ja. So, dann los geht's. So. So, normalerweise dürfen wir hier mit 60 fahren. Ja, dann machen wir das. Gut, haben wir. Und dann Abmarsch. 58 Kilometer. Ja, es gab schon längere Zeit keine Trainsimulator-Folge mehr. Tut mir echt leid, aber die Aufgaben werden gefühlt halt immer länger. Und ich kann jetzt hier keine Stunde Folge jetzt hier mal eben schnell aufnehmen. Klar, aufnehmen geht schon, aber ich will sie ja dann auch halt am Stück dann halt online stellen. Ich bin kein Freund von dem Teilen, das habe ich ja schon oft genug jetzt erwähnt. Deswegen sind auch manche Folgen halt einfach mal länger. Und dementsprechend, ja, fällt es mir dann immer schwer, hier irgendwelche Aufgaben halt zu finden, die man dann hier auch mal so fahren kann.
im Train Simulator. Phasis kommt aktuell gerade nicht dazu, hier Aufgaben zu basteln. Und ja, dementsprechend, ja, rutscht da der Train Simulator weiter nach hinten. Zumal jetzt auch Train Simulator 2 kommt und alles so und so weiter und so fort. Und da werden die Strecken ja jetzt wahrscheinlich auch länger. Naja. Und ja, da müssen wir mal sowieso abwarten, denn was uns da erwartet jetzt im August. Karlsruhe. Kann ich mich echt nicht erinnern, ob ich die Strecke auch schon mal gefahren bin. Es ist halt alles einfach schon viel zu lange. Alles. Man weiß mittlerweile auch echt nicht mehr, was man gespielt hat und was nicht. Bin mal gespannt auf den DLC von... wer war das? Oh, da muss ich jetzt echt passen. Das war ein 3D-Zug, glaube ich, ne? Mit dem neuen ICE da, dem PWR-DEC, dem PWR-ICE. Der sieht schon echt nice aus. Entschuldigung. Können wir hier ruhig mal ein bisschen aufdrehen. So, ich glaube, es regnet nicht mehr. Ja, naja, von daher ist immer wieder mal schön, wenn man da mal so Aufgaben findet. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen öfter mal jetzt den Workshop mal so in Betracht ziehen, da mal nach Aufgaben zu gucken. Da kannst du ja nämlich ein bisschen filtern halt, ne? Dass du Aufgaben findest, die so, weiß ich, eine halbe Stunde gehen oder sowas. Ja, ich finde, das geht aber noch in Ordnung, eine halbe Stunde bis 40 Minuten. Da kann man sich das ruhig mal angucken. Aber halt so eine Stunde, wer hat denn bitte 60 Minuten Zeit so am Tag, einfach mal, um sich vor YouTube zu setzen und da ein Video zu gucken? Mal ganz ehrlich, wer hat das von euch? Und dementsprechend, ja, versuche ich da halt schon, das so zu machen, dass man sich so die Videos mal so, ja, nebenher mal angucken kann. Gerade den Trainsimulator. Ich würde den ja, wie gesagt, halt öfter spielen. Deswegen, also wenn das S-Bahn-Addon kommt, ich denke mal, da wird dann alles sowieso wieder ein bisschen deutlich mehr mit dem Trainsimulator. Ich mal stark davon aus. Dude. Wollte ich jetzt letztens hier die Hamburger S-Bahn aufnehmen. Das ist dann halt doch schon ein bisschen echt nicht gut gelöst, da, ja? Wenn da die ganzen Stromschienen fehlen und alles was, ja. Weiß ich nicht. Also, da hat mich denn der Phasis-Patrouf dann angesprochen, dass er sagt, das kannst du nicht machen, ey. Ja, Hamburg ist zum Beispiel auch was, weil ich, ja, ich glaube, nie gefahren bin. Ja, aber wenn es natürlich so unrealistisch dann halt ist, ja, dann macht es natürlich keinen Spaß denn. Und ja. Da bleiben dann wohl nicht mehr viele Alternativen offen, weil so richtig viele geile Strecken gibt es meiner Meinung nach gar nicht.
Der Train-Simulator wird natürlich dann auch Teil sein bei unserem 5000 Abo-Special. Da werden wir natürlich auch Train-Simulator spielen. Könnt ihr ja schon mal so eure Vorschläge, Ideen in die Kommentare posten, welche Strecke man da so schön fahren könnte. Denn wie gesagt, nutzt ja gerne die Kommentarfunktion. Da können wir natürlich dann, Fahrt machen von 1-2 Stunden oder sowas. Und, ja, es ist halt nicht so tragisch, wenn es in so einem Livestream ist. Deswegen, ich glaube, es würde sich tatsächlich echt anbieten, den Train-Simulator vielleicht in einem Livestream dann zu machen. Wenn man dann halt größere Strecken zum Beispiel fahren möchte, die dann halt mal so Stunde bis 2 Stunden gehen oder sowas, ja, dann kannst du dir das dann da echt angucken. Ja, im Livestream. Aber so als Let's Play-Folge, ich glaube, das wäre halt mega langweilig. Auch mir fällt ja dann teilweise manchmal nichts ein. So FDL, Gramm Neudorf hier. Gleich kommt Ihnen noch ein Sonderzug entgegen. Danach können Sie auf das Gegengleis wechseln. Das ist ja LCB hier eigentlich alles, ne? Da muss ich doch auf gelbe Signale jetzt nicht reagieren, oder? Mach's einfach. So, da kommt jetzt so der Sonderzug. So, wundervoll. Oh. Hä? So muss das. So. Oh, hier unten schön dann alles machen. Da kommt da schon unser Zug, auf den wir warten müssen. Der Kollege. Schon irgendwie beängstigend, oder? Wenn der Zug eigentlich komplett alleine fährt. Du musst ja nichts. Also na klar, du sitzt da drinnen, ne? Musst dann halt trotzdem aufpassen und alles was, aber irgendwie schon extrem komisch, dass der Zug dann alleine anfährt und alles was halt, ja. Ah, großartig.
Natürlich cool, wenn man jetzt hier so diese Bauarbeiten jetzt zum Beispiel sehen würde. Ja, finde ich mal ein bisschen schade. Du wirst zwar aufs Nachbargleis befördert, ja, aber irgendwie passiert da halt. Die Strecke ist dann ja trotzdem leer. Das ist natürlich immer ein bisschen, ja. Problem ist halt so halt, Steam Workshop. Ach doch, hier ist was. Ja. So, nochmal gleich überholt sie der ICE 916. Danach können sie zurück auf das Regelgleis wechseln. Ja, so sieht es also aus hier. Schauen uns in der nächsten Folge mal eine Strecke an, die ich eigentlich sehr, sehr putzig finde. Bin mal gespannt, wie die sich fahren wird. Ist ja sowieso gerade Summer Sale, ne? Da könnt ihr ja sowieso ordentlich sparen. Jetzt wieder bei Trainsimulator der ECs. Und gerade jetzt ist es wahrscheinlich die sinnvollste Zeit, jetzt die ECs zu kaufen. Ich finde sie teilweise mal ein bisschen zu teuer. Wenn eine neue Strecke rauskommt, irgendwie mit 30 Euro. Jetzt könnt ihr Glück haben, jetzt bezahlt ihr dazwischen 21 bis 17 Euro so für ein DLC. Und das ist dann schon ein Preis, wo ich dann sage, der geht in Ordnung. Also von daher, jetzt halt die beste Zeit, sich jetzt irgendwas, irgendwie ein DLC zu kaufen für den Trainsimulator. So, und wir stehen wieder vom roten Signal und dürfen warten. Aber ich höre ihn schon. Oder? So geht das. Sind wir, ne? Das sind wir. Somit überholen, dann müsste er jetzt. Aber warum ist er denn auf dem rechten? Der kommt von woanders, wa? Daher, da kommt er. Da kommt er ja schon.
Aber es ist eine schöne Strecke eigentlich, ne? Mannheim-Karlsruhe. Schon, eigentlich schön gebaut halt, ne? Die Vegetation und alles was sieht schon extrem gut aus, so von Strecke her. Also das doch mehr als sehen lassen. Wenn ihr sowieso Vorschläge habt, wenn ihr mal eine Strecke sehen wollt oder sowas, dann nutzt die Kommentarfunktion, schreibt es unten mit rein einfach. Wenn wir uns die Strecke angucken, gerne, sehr gerne. Mir fällt es halt immer tatsächlich auch schwer, immer irgendeine Strecke halt auszuwählen. Von daher bietet sich das vielleicht an, das Ganze, denn so ein bisschen, dass ihr das mitentscheiden könnt, wenn ihr eine Strecke sehen wollt. Dann habe ich zumindest ein Ziel vor Augen und weiß dann so in der Richtung, was ich machen will. Eigentlich ist es jetzt halt nur, weil ich mich jetzt schon so tierisch auf S-Bahn freue, ne, auf das S-Bahn-Add-on von Jahren. Das wird auf jeden Fall großartig. Jetzt kam es ja sowieso ja, TTB, glaube ich, war das, Train Team Berlin, genau. Hat er jetzt ja auch ein Berlin S-Bahn-Add-on angekündigt mit dem Berlin S-Bahn Südast, ja, wo wir auch von Potsdamer Platz nach Teltow fahren können. Das Ganze nochmal ein bisschen überarbeitet, plus der Baureihe 481. Ja, das werde ich mir auf jeden Fall auch besorgen. 30 Euro kostet das gute Stück, nicht 80, also 80 wäre natürlich beseftigt. 30 Euro kostet das gute Stück und ja, ich bin mal gespannt, wie die 481 fährt und ob das halt wirklich... Payware-Niveau ist. Ja, ich erwarte von dem Zug viel. Streckentechnisch, ja, natürlich. Es ist halt meine Stammstrecke, meine S-Bahn-Strecke hier vor der Tür, ne, Ostdorfer Straße und so. Also von daher muss das sitzen. Für 30 Euro, da werde ich ganz genau drauf achten. Und dann erwarte ich aber auch, dass wir das volle Programm haben. Ja, so, was SIFA, PZB angeht, so. Das hat denn drin zu sein. Aber das soll jetzt die Woche erscheinen, aber am 30. So stand es halt auf der Seite von TTB. Da werden wir uns das auf jeden Fall, wie gesagt, angucken. Deswegen auch mal so wieder als kleinen wieder Schmankerl, um wieder reinzukommen hier im Train Simulator. Denn das müssen wir echt öfter machen. Immer nur Bus fahren ist natürlich auch nicht so das Rosige vom Ei, obwohl, ja, Omsi macht schon Spaß, ne? Also man soll ja das spielen, worauf man richtig Bock hat, so das ist gerade Omsi halt extrem viel. Lotus, ja, ist ja aktuell Ruhestand, so streckentechnisch gab es kaum neue Updates für Strecken, also hier diese Workshop-Strecken, da ist natürlich jetzt aktuell auch nicht so viel los, deswegen können wir hier uns auch mit dem Train-Simulator uns wieder beschäftigen. Ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen intensiver, das wäre natürlich schön. Mal gucken, ob wir da die Zeit finden. Und dann müssen wir auch mal gerne mal gucken. Könnt ihr auch gerne mal dazu auch noch in die Kommentare posten, falls ihr heute mal in Schreiblaune seid. Denn kann man ja überlegen, ich hatte das ja schon im Livestream jetzt zu Omsi mal gesagt gehabt, dass wir ja früher, also noch auf MAD-Zeiten oder halt auch, ich glaube, am Anfang der ÖPNV-Simulationszeiten, da war es ja auch gewesen, dass wir halt mindestens immer 2-3 Mal die Woche gestreamt haben und jetzt so mittlerweile, ja, beläuft sich das auf 2 Mal im Monat. Das ist natürlich schon ein bisschen wenig, finde ich persönlich. Ob man da denn nicht einfach dann halt eine Woche denn die Leerstellenfahrt macht, so wie ich es ja angekündigt hatte, dann hatte ich ja gestern nochmal so im Raum geworfen, da macht man halt bei dem anderen dann halt die nächste oder folgende drauf, denn irgendwie so britische Leitstellenfahrt oder sowas, das wurde verneint. Könnte man ja stattdessen ja vielleicht den Train-Simulator mit reinholen und dann könnte man natürlich auch ohne Probleme die größeren Strecken halt fahren. Wie gesagt, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare posten. Falls da die Mehrheit wirklich sagt, ja, sie würden sich so einen Livestream mit einem Train-Simulator halt auch angucken, könnt ihr eigentlich mal diese Riesenstrecken rausholen und dann können wir die hier abfahren. Bisschen Schnacken dabei. Ist natürlich blöd, weil es halt kein Multiplayer ist halt, ne? Aber wie gesagt, nutzt dann gerne die Kommentarfunktion, schreibt es unten rein. Und dann können wir uns darüber gerne unterhalten. Wie gesagt, ja auch, ihr seht ja, Tracker Air funktioniert halt auch. So, DLC-Technik bin ich eigentlich auch gut bestückt. Wisst ihr ja.
Zumal da müsste man auch vielleicht immer darauf achten, dass man vielleicht ja nicht nur deutschen Content nimmt, sondern vielleicht dann auch mal ausländischen Content. Machen wir ja sowieso ja schon so ein bisschen. Ich sage bloß Berliner Pass und alles was, ne? Sifa. So, 9 Kilometer haben wir in Mannheim erreicht. Was er ja am Rumpiepen ist, unglaublich. Aber schönes Szenario, das kann man mal positiv bewerten. McDonald's. Ach ja, ist schon schön. Ach so, das ist hier die Stelle, die er meinte. Das hat er gesagt gehabt, ne? Das hatte ich am Anfang vorgelesen. Ja, das hatte ich ja vorgelesen. War das, was ich ja ehrlich gesagt am Anfang vorgelesen hatte? Ah ja, was ist da jetzt los? So. Mach mal hier bitte aus jetzt. Ich, ja. Ach so, nach der Zwangsbremsung war. Stimmt, da gab es doch diese Regelung, ne?
Wirklich schneller als 25 km/h oder irgendwie sowas. Schneller als 45. Ich wollte so rasch in der S-Bahn. Ach, Menno, das ist doch doof. Ja, ich krieg das aber auch echt nicht in die Birne rein, ja, wie das Ganze mit den Signalen ist, ey. Das könnt ihr mir noch so oft schreiben, ich krieg das nicht rein, ne? So, jetzt kriegen wir hier 50. So, also hat der Zwangskater wieder zugeschlagen hier. Den müssen wir echt mal einbauen jetzt mittlerweile. So, wundervoll. So, Türen auf, alles aussteigen, wir sind angekommen an unserem Ziel. Ja, verdammt schon eins, hätte besser geklappt, muss ich sagen, aber nun gut, so ist es. Man kann nicht immer hier Glück im Leben haben. Ja, eine Zwangsbremse von mir verschuldet, die andere war ja, wie gesagt, schon angekündigt gewesen, dass es die gibt. Wieder mal vergessen, dass man, ja, der nur mit, ich weiß gar nicht mehr, es waren 45, ne, oder 40, den man dann weiterfahren darf. Wie gesagt, ich werde mir das wahrscheinlich echt nie merken können. Es tut mir auch echt leid, aber spielen möchte man es ja trotzdem, wenn man sich das halt nicht einbringen kann. Aber dann würdest du halt auch nicht wie so ein Anfänger spielen, verstehst du, ohne BZB und ohne SIFA oder also. Das ist dann schon wieder zu langweilig, denn ja, also das muss schon so ein gepflegtes Mittleres haben. Ne? Wenn mir die Simulation wieder anzeigen würde, hier, jetzt musst du so und so viel fahren. Das wäre natürlich großartig, ja, hätte ich persönlich nichts dagegen. Nichtsdestotrotz sind wir angekommen hier in Mannheim Hauptbahnhof und ja, war eine Fahrt, die ja knapp 35 Minuten gedauert hat, so wie es angegeben war. Hat unglaublich viel Spaß gemacht, mal wieder hier den Train-Simulator vorzukramen. Ihr könnt ja gerne ein Like da lassen oder wie gesagt, ihr könnt es auch gerne in die Kommentare posten, auch von den ganzen Vorschlägen, die wir jetzt hier so ein bisschen behandelt hatten, jetzt hier im Thema. Ja, dann nutzt dazu diese Funktion. Na, würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Sonst verabschiede ich mich, bedanke mich, sage Tschüss, Leute, bis zum nächsten Mal.